Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier am Arsch. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Ja, heute geht es weiter hier am Arsch mit Abfahren von Getreide. Ich habe jetzt wegen den Fahrer mal wieder anders eingestellt von der Entfernung her. Auf das Maß, was die anderen alle haben, ne? 0,75 Meter. Und das passt. Wieso ist er weitergerutscht? So weit. Naja, egal. Jedenfalls, die Erde läuft. Hoffe ich jedenfalls. Tja, nebenbei pressen wir noch Stroh auf Feld Nummer 3. Ne, 3 nicht. 3 haben wir Stroh gesammelt. Auf 2 pressen wir Stroh. Und zwar ziemlich schnell, ne? Das geht zügig voran, also ne, mit Kurzblech gleich wie auf 20 km/h, das geht schnell. So, dann ist hier noch ein Traktor im Graben, den holen wir gleich raus. Ja, dann stellen wir den aber erstmal nicht mal ein. Aktuell weiß ich nicht warum, dass jetzt nicht so klappt wie früher mit Autodrive, Übergabe an Autodrive. Das klappt nicht so richtig. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht finde ich da irgendwie eine Lösung. Ich habe schon den Kurs ein bisschen angepasst in der letzten Folge, dass wir nicht mehr durch den Stall fahren müssen. Das ist nämlich so unbedingt, ne, möchte ich eigentlich nicht. Rein theoretisch würde es gehen, aber das Problem ist, die Maschinen sind zu groß. Die Anhänger jedenfalls. Und da spinnt. Kommt er nicht durch, ne? Ist ja einfach, die Türen sind zu tief. Das ist zwar nicht viel, aber das reicht aus, ne? Obwohl der keine Probleme macht, der hat eher das Problem. Ich möchte durch den Graben fahren, ne? Und oh, Entschuldigung. War ein bisschen laut. Jo. Ups, Gegenverkehr. Jetzt fährt man ins Lager rein. Die Strohballen habe ich ja zum größten Teil schon. Na, da kommt man nicht rein. Zum größten Teil. Und die Pelle ist zurückgefahren. Da kann die mir was herstellen. War da was drin gewesen, hab gesehen, aber. Der nächste Winter kommt garantiert. Ich weiß nicht, ob das Lager jetzt die Ballen anzeigt. Kann man so vorher nicht gemacht hat. Immer noch so wenig. Das ist ein Ding. Kippt der jetzt nicht ab oder will er nicht abkippen? Das ist ein Polkopf abkippen. Halt. Oder ist das für Heu? Die Zahl geht nicht höher. Weil hier ist die Heu reingeht. Nee, auch nicht. Das wäre ein Ding. Ich meine, gut. Heu ist mir auch recht, aber das wäre ja Quatsch, ne? Ich habe schon für Strohballen reingekippt, also reingeschmissen, 2-3 Ladung. Komisch. Den parken wir erstmal bei den anderen Fahrzeuge, anhängermäßig. Das war kein Anhänger für Getreide und so, aber halt für Gras und Heu und anderen Krimskrams, ne? Stellen wir hier so rein mit Traktor erstmal, bis ich da eine anderweitige Verwendung gefunden habe. Findet sich garantiert näher mit oh, abenteuerlich.
Ah, der ist voll. Oh. Unfall. Hier wird geschlafen. Das geht nie. Ah, ist das schwer. Ja, ja, ja. Muss rauskommen. Rausheben, rausheben, rausheben. Oh. Ja. Aber Lohn verlangen, ne? Unser Unfall bauen hier. So, was ist hier los? Geht nicht weiter? Wollte ich nicht. So. Gut, das klappt schon mal. Das klappt auch. Dann kann ich ihn ja später gepresst werden. Und der kann nachher auf Feld 1. Und dann nachher Feld Nummer. Ja. Genau. 21 Uhr war es, glaube ich, gewesen. Ja. Guck mal, LKW so ruhig. Düngen wollte ich eigentlich. Dann nehmen wir den gleich. Der andere ist da. Der steht da. Die andere Richtung, Entschuldigung, mir kratzt ein bisschen im Hals. Ob das morgen ein bisschen besser wird. Wäre ganz gut. Aber abwarten, ne? Viel Schlaf hilft bei mir meistens so immer bei Erkältung. Und ich kann ja morgen ausschlafen. So, werden wir gleich mal da, wo der Kalk gekalkt wurde, Dünger aufbringen. Kursgenerierung, Feld Nummer 15, Folge Nummer 1. So nicht. So, dann kann er schon mal arbeiten. Alle Ruhe. Den anderen werden wir gleich mal holen. Runterfahren vom Hof. Und weil ich weiß, auf Feld 17 muss auch Kalk drauf. Da fahren wir gleich. Aber ich hole mal eine Ladung nach. Ist ja egal. Es könnte sein, dass das Feld ein bisschen kleiner ist, dass es reichen könnte. Wenn wir nicht ganz voll sind, reicht es vielleicht dann gerade nicht. Ne? Das ist ungünstig. Wir müssen dann auch nicht Ball runter sammeln, von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Das müssen wir einklappen, sonst gibt es bei Gelegenheit Probleme. Und zwar allerdings in der Nähe von ja, Zäunen und so. Ne? Haben wir hier doch häufiger. Muss auch so sein. Das ist halt naturgemäß, ne? Dass hier einige sich Zäune ums Grundstück machen. Und das ist ja dann so wie Bäume nicht um den Korn. Also einige Bäume wollte ich hier einfach wegmachen. Also wollte ich. Ja, Entschuldigung, keine Husten. Die werden mal leicht durchdrehende Reifen. Das war nicht gut. So, N. So. Ah ja, okay. Normalerweise. Ja.
ist das, hätte im Verband nicht passieren dürfen. Dann machen wir es selber, ne? Aber es kann sein, dass ich wissen, dass sie sich gerade den Augenblick überschneiden. Das ist ganz gut, wenn man unten liest, hier durchdrehende Reifen, das ist meistens nichts Gutes. Jo, habt ihr Vorschläge, Ratschläge, Wünsche, Kommentarleiste, die darf und kann genutzt werden. Wenn da auch geschrieben wird, ist es so, dann werde ich auch mehr vorgeschlagen. Das heißt, dadurch würdet ihr mein Wachstum unterstützen. Bin ich dankbar dafür. Für jeden, denke ich, die Hilfe, die mal kommt, ne? Es muss ja nicht allzu viel sein. Oft reicht ein Hallo, ne? Viele schreiben Erster. Ja. Es ist, Inhalt ist da im Grunde egal, ne? Also für YouTube-Algorithmus müsste da eben was stehen. Das ist immer ganz schwierig, gerade zum Anfang. Da entsprechend wachsen zu können. Vielleicht liegt es mal irgendwann, dass ich zum Ende des Jahres auf die 50 komme. Abonnenten. Natürlich. 50 bin ich schon, muss ich nicht gut nicht rum. Aber natürlich möchte man noch weiterhin wachsen, ne? Ist ja keine Frage. Je mehr Klicks man hat, umso besser. Sagt man so, ne? Von daher immer ein Dankeschön für jeden. Kleine Hilfe, ne? Aber die Hilfe ist schön. Ist gut. So, das wäre auch erledigt, die Ecke. Das wäre hier erledigt. So, 12. Ja, können wir noch machen, ne? Was haben wir hier in der Nähe? Da oben ist 12. Die 13. Da können wir aber 13. Auf 13, da kann doch nur einer fahren, ne? 13, eine. Dann ist der andere hier auf 18 unterwegs. Der wird auf die 1 gehen und der geht auf die 13, die ich gerade in der Hand habe. In der Hand. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob da Weizen ist oder Gerste. Habe ich nicht darauf geachtet. Machen wir sich jetzt aber leer. Bietet sich an, ne? Wenn gerade kommt. Tja, 12 erledigt. Dann können wir gleich mal Räder ausklappen, ne? Und dann fahren wir auf die 13. Du. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haut er wieder ab. Bin doch noch nicht leer. Kriegst du noch ein bisschen was ab, ne? Platz? Für Jeff? Jo. Auch dann haut nicht ab. Das befürchte ich ganz stark. So. Mit vollen Dreck rüber zu fahren, wäre Blödsinn. Naja, gut. Gleich mal Rohr wieder einklappen. So. Rapsfeld, das wird noch nicht reich sein. Also. Dann müssen wir hier noch gleich Stroh pressen, ne? Naja. Wissen nicht, aber können. Mal schauen. Vorbereiten jedenfalls. Die 13 auch jetzt vorbereiten. Wir brauchen nicht starten jetzt, das hat keinen Zweck. Hinfahren. Den nächsten hinfahren, ne? Dann sehen wir weiter. Die Straßen sind kaputt. So 8%, das geht noch.
Oh, Fußspuren. Also das kann normalerweise nicht sein. Gut, wenn er Pfütze gewesen ist. Aber so trocken. Entschuldigung. Noch eine interessante Nacht werden. Ich krieg immer so eine Attacken. Immer wieder ab und zu mal so eine. Ne? Ganz schlimm. Aber ich habe es schon mal gehabt. Ja, morgen halt Samstag dann alles bearbeiten und hochladen gleich, ne? Das ist schon ein bisschen Routine geworden, muss man sagen. Hauptsache der Ton ist laut genug, das ist mal ganz, ganz wichtig. Teilweise mir zu laut halt, teilweise. Müsste mal ein bisschen regeln. Und zwar ein bisschen, und zwar minus 2,5. Ich will eigentlich nicht im roten Bereich kommen, ne? So. See. Da kommen wir nicht ran. Also ist sehr eng. Ich muss hier ein bisschen rechts ranfahren. Dann. Also Mais haben wir hier gar nicht dieses Jahr. Weder ich habe nichts angesehen, auch hat die KI nichts gemacht. Also das fällt dies hier aus. Und was ich machen werde, ist wahrscheinlich, ich werde meine ersten Meter Stahl dreschen gleich. Also selber. Oh, achso. Ich muss von der Straße runter. Gut. Dann darf er stehen bleiben. Dann gehen wir wieder zurück. Und der sollte ja zur 1. Oder ich kaufe noch Felder. Wenn ich mir es gelingen würde, noch was zu verkaufen. So, immer entlassen. Dann ist es schon ausgeklappt. Leer ist er auch. Oh, ich schon wieder 17. Zuschauer, das soll es dann auch heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs jo, fleißige Schreiben. Ratschläge, Tipps, immer gerne gesehen. Ja, dann schönen Dank. Schönen Rest Sonntag. Jo. Vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder am Montag in aller Frische. Um 12. Tschüss. Und bis dann und ciao. Tschüss.